Der Klubmann Strache hat jetzt 11 Minuten Redezeit ausschließlich dafür verwendet, sich unendlich aufzuregen und keinen einzigen Satz dazu gesprochen, wie er sich eigentlich die Zukunft Europas vorstellt und welche Alternativen er tatsächlich zur bestehenden Krise hat. Ich finde das schon extrem erstaunlich. Ich sage Ihnen, ich hätte mir schon erwartet, ein bisschen eine Ursachenanalyse. Was sind die Ursachen dieser Krise, vor denen wir jetzt in Europa stehen? Aber offensichtlich ist es für Sie ganz einfach. Wir haben ein klares politisches Ziel. Und das heißt, die Spekulation in Europa zurückzudrängen. Ein ganz klares politisches Ziel. Sie haben auch offensichtlich ein klares politisches Ziel. Sie wollen aus der Europäischen Union austreten. Sie wollen aus dem Euro austreten, weil der Euro ist für Sie offensichtlich die Wurzel allen Übels. Der Finanzmarkt interessiert Sie überhaupt nicht. Die Regulation der Finanzmärkte interessiert Sie überhaupt nicht. Die Ursachen der Krise bekämpfen interessiert Sie überhaupt nicht. Ich finde das schon bemerkenswert. Und damit blenden Sie... Und damit blenden Sie eigentlich die wesentlichen Fragen, die wir in diesen Tagen zu stellen und auch zu beantworten haben als politische Mandatare, vollkommen aus. Ich habe auch irgendwie mitbekommen, dass Ihre französische Freundin Marine Le Pen, also die Chefin der rechtsextremen Front National, also das noch sehr viel deutlicher ausgesprochen hat. Sie will die Zerstörung der Europäischen Union. Und ich möchte Sie auch einmal direkt fragen, ist das auch Ihr Ziel bei all dem, was dann auf die Österreicherinnen und Österreicher zukommt? Ist Ihr politisches Ziel die Zerstörung der Europäischen Union? Beantworten Sie diese Frage mal. Ich würde mich darüber freuen, über den Klartext, den wir mal hier reden können. Wir haben andere Ziele. Wir haben jetzt 4 Jahre lang europäische Gipfel erlebt, wo das, was wir uns an Kurswechsel oder Kursänderung in keinem einzigen wiedergespiegelt hat. In keinem einzigen der Schlussdokumente wurden die Ursachen der Krise ordentlich benannt und auch ordentlich bekämpft. Jetzt spürt man einen leichten Kurswechsel, eine leichte Änderung, der möglich geworden ist, einerseits durch die Wahlen in Frankreich, durch den Machtwechsel von Sarkozy zu Hollande, das ist unbestreitbar, aber auch, dass die deutsche Opposition, allen voran auch die deutschen Grünen, gemeinsam mit den Sozialdemokraten dort auch einen Kurswechsel der deutschen Kanzlerin erzwungen haben. Und das ist im Moment eine ganz neue Voraussetzung für Europa. Und da wäre es spannend, darüber zu diskutieren, was das auch für Österreich heißt, auch was es positiv heißt. Ja. Wir haben eindeutig identifiziert und auch als politisches Thema besetzt. Die radikale Liberalisierung auf den Finanzmärkten ist die Wurzel des Problems. Und da muss man ansetzen. Und es ist letztendlich auch die Rechnung für eine neoliberale Wirtschaftspolitik über viele Jahre hinweg, die man jetzt präsentiert bekommt. Und das schafft einfach Probleme. Und diese Probleme zu lösen, ist eine politische Aufgabe. Und ich frage mich, was ist die Alternative von BZÖ und FPÖ für die Staaten Italien, auch Frankreich vielleicht, vor allem Spanien, um sich am Kapitalmarkt, wenn sie in Schwierigkeiten kommen, zu finanzieren. Was ist da Ihre Antwort? Einfach fallen lassen? Einfach sie ihrem Schicksal überlassen? Glauben Sie, dass das keine Auswirkungen auf die Republik Österreich und auf die österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler hätte? Was ist Ihre Alternative jetzt zum Rettungsschirm? Frage ich Sie ganz offen. Was ist Ihre Alternative? Da fällt Ihnen nämlich überhaupt nichts dazu ein. Bei aller Ambivalenz und bei aller Schwierigkeiten, Staaten in Wucherzinsen hineinzutreiben, sie in eine Negativspirale hineinzutreiben, noch einmal Umverteilung von Staatskapital, von Steuergeldern, von Ländern zu den Finanzmärkten und das einfach, das ist Ihnen wurscht? Glauben Sie, dass das keine Auswirkungen auf Österreich hat? Italien ist einer unserer wichtigsten Handelspartner. Reden Sie einmal mit Unternehmen, was das für uns bedeuten würde, ein Straucheln von Italien. Reden Sie mit den Leuten in Spanien, was es bedeuten würde, nicht nur jetzt Schwierigkeiten zu haben, sondern tatsächlich auch nicht mehr zahlungsfähig zu sein. Was bedeutet das für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, die uns allen gemeinsam in Europa ein Anliegen sein sollte? Und hier Lösungen zu finden. Und erste Schritte wurden jetzt gesetzt und das muss man auch honorieren. Das sollte man sehen und honorieren. Wenn der Kollege Scheibner irgendwie vom BZÖ schreit, wo ist denn die Finanztransaktionssteuer? Dann sage ich Ihnen eines sehr deutlich. Eine Finanztransaktionssteuer kommt nicht davon, dass man sie hier im Parlament einfach nur ausschreit und schreit, wo ist sie denn, sondern dass man politisch, europäisch dafür arbeitet und dafür kämpft. Das heißt arbeiten. Das heißt europäisch, politisch arbeiten. Das ist Ihnen vollkommen fremd. Sie sind nämlich weder fähig noch willens, europäisch zu arbeiten. Und das ist offensichtlich unser Job. Wir haben gemeinsam mit der grünen Familie in ganz Europa die Finanztransaktionssteuer von einer Forderung von Attac und der Grünen mittlerweile auf den Europäischen Rat gehoben. Und das ist eine Leistung der grünen Familie in ganz Europa. Applaus
Früher war es immer sehr einfach, sich hinter diesen Forderungen zu verstecken. Es hat immer geheißen, naja, wir sind ja eh für eine Finanztransaktionssteuer, aber solange das nicht europaweit alles so sehen, geht das einmal nicht. Es waren Großbritannien und Schweden, die das lange Zeit blockiert und verhindert haben. Und der jetzige Fortschritt ist ein sehr konkreter. Er bedeutet, dass es mittlerweile 9, wenn vielleicht auch 10, vielleicht werden es auch noch mehr Staaten sein, sich bereit erklärt haben, diese Finanztransaktionssteuer tatsächlich einzuführen. Bis Ende des Jahres soll das geschehen. Und das ist ein wesentlicher Fortschritt. Das hat es bis jetzt nicht gegeben. Bis jetzt war hier total Blockade. Und das nicht zu honorieren, das kann man nur nicht honorieren, wenn an die Bekämpfung der Spekulation kein Anliegen ist. Uns ist es das politisch wichtigste Anliegen. Und deswegen honorieren wir auch diesen Erfolg. Und der ist möglich geworden, jetzt durch einige Änderungen, aber auch durch die Verhandlungen der Grünen zum ESM hier in diesem Haus. Auch ein Verhandlungserfolg. Und das nicht zu honorieren, also mir ist das unbegreiflich, was Sie überhaupt in der Politik wollen. Ich meine, als Oppositionspartei hätte ich mir schon von Ihnen, ich meine, Sie könnten auch stärkeren Widerstand leisten. Ein Abgeordneter Werner Kogler, wenn der Widerstand leistet, dann heißt das 13 Stunden Dauerrede im Ausschuss. Im Übrigen frei, mit Argumenten, nicht irgendwas vorgelesen. 13 Stunden Widerstand. Was war bei Ihnen im Ausschuss? Ich meine, Sie waren nicht einmal fähig, die Aktuelle Stunde zeitgerecht einzubringen. Also ich weiß nicht, was ist das? Ja? Aber ich will mich jetzt nicht zu viel mit dem jetzt befassen, also dass Sie weder fähig noch willens sind, Ihre demokratische Pflicht zu erledigen, nämlich als Abgeordneter zu arbeiten. Ich möchte noch mal sagen, was jetzt die nächsten wichtigen Schritte sind. Man muss in einer Krise einen Schritt nach dem nächsten setzen. Und ein wichtiger Schritt ist jetzt mit dieser Entschließung, mit dieser Schlussfolgerung des Europäischen Rates Finanztransaktionssteuer auch tatsächlich geschehen. Aber das reicht nicht, das reicht noch bei weitem nicht. Unser zweites wichtigstes Anliegen ist neben verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeld, ja auch mit österreichischem Steuergeld. Das ist wichtig. Ja, aber nicht sparen um jeden Preis und blindes, vollkommen unausdiskutiertes Sparen, wie das im Fiskalpakt aus meiner Sicht auch geschehen soll. Wir wollen auch Investitionen. Europa braucht Investitionen und Europa braucht einen Umbau auch in eine ökologische und solidarischere Wirtschaftsstruktur. Das ist unser nächstes Ziel, das müssen wir erreichen. Und am Ende muss auch so etwas wie ein Neustart für die europäischen Strukturen stehen. Und auch das haben wir verhandelt mit der Regierung. Es wird eine Initiative zu einem europäischen Konvent geben. Und ich halte das für extrem wichtig. Wir brauchen eine Diskussion, eine breite Debatte in ganz Europa mit Beteiligung von NGOs, Bürgerinnen und Bürgern. In welche Richtung soll sich Europa entwickeln? Was ist die neue wirtschaftspolitische Grundlage für unsere gemeinsame Europäische Union? Ausdiskutieren, vereinbaren und dann einer Volksabstimmung unterziehen, dem europäischen Volk vorzulegen, in welche Richtung soll es gehen? Das, was Sie immer reden mit direkter Demokratie, das ist ausschließlich mobilisieren und blockieren. Ist das eine ernste Frage, die Sie stellen wollen, ESM ja oder nein? Nein, Sie wollen nur blockieren. Aber mit Blockadepolitik kommt man in Europa in einer Krise leider nicht weiter. Ich glaube, das sollten Sie anerkennen. Ich hätte überhaupt kein Problem gehabt, die Hypo Alpe Adria in den Konkurs zu schicken. Ja. Und das muss auch in Zukunft geschehen. Banken, also das Prinzip too big to fail, too connected to fail, das sollte ausgedient haben. Ja, auch Kommunalkredit. Und über das muss man diskutieren. Über das sollte man diskutieren. Wird auch eine Frage sein des Einsatzes des Rettungsschirms. Ich bin absolut der Meinung, dass man hier sehr differenziert vorgehen sollte. Natürlich, Spanien muss man helfen. Aber man muss nicht jeder Bank in Spanien helfen. Das sind wesentliche Fragen, über die wir uns jetzt unterhalten müssen. Und da gehen wir auch einen Schritt weiter. Stärkere Bankenregulierung, Bankeninsolvenzrecht. Banken auch stärker zu kontrollieren und sie auch in die Pleite zu schicken, wenn es notwendig ist. Da gibt es natürlich Unterschiede. Die Volksbanken, da, weiß nicht, wer das gesagt hat, ist natürlich eine ganz andere Situation, wo es um sehr viele kleine regionale Strukturen geht, wo es um Kleinanleger geht, wo es um Genossenschaften geht, ist was anderes als eine Investmentbank, die ausschließlich sorglos, verantwortungslos sich hohe Gewinne durch Investitionsspekulation, so wie Immobilienspekulation in Spanien eingestreift hat. Komplett anderes Thema. Über das hätte ich gerne mal diskutiert. Und nicht nur, ich sage es jetzt einmal wirklich offen. Nur Beschimpfungen und Gebläre. Das hat mit Politik überhaupt nichts zu tun. Überhaupt nichts zu tun. Und im Übrigen, Herr Kollege Westenthaler, bin ich der Meinung, dass rechtskräftig verurteilte Politiker zurücktreten sollten und die diesen Nationalrat nichts verloren haben. Ja.
Wir werden heute am Nachmittag, es ist zwar jetzt die Diskussion zu den Gipfelergebnissen, aber wir werden am Nachmittag heute den Rettungsschirm beschließen und der Fiskalpakt wird von der Regierungsmehrheit alleine beschlossen werden. Die Grünen gehen hier sehr differenziert vor und wir schauen uns alle diese Dinge sehr genau an. Ja, das ist bei Ihnen nicht der Fall, Sie schauen sich nichts differenziert an im Übrigen. Ich weiß gar nicht, ob Sie wissen, ob es einen Unterschied gibt zwischen dem Rettungsschirm und dem Fiskalpakt. Glaube ich nicht, also mir wäre das jetzt noch nicht so aufgefallen, aber wurscht. Ja. Der Rettungsschirm, was ist das im Wesentlichen? Das ist im Wesentlichen Kapital und Haftungen übereinander zu legen, in derselben Größenordnung wie die Hypo im Übrigen, ist vollkommen richtig, ist ungefähr dieselbe Größenordnung, das ist schon viel, das stimmt auch, ja, mit dem Ziel, Staaten, die in Finanznot geraten sind und die am Kapitalmarkt Wucherzinsen ausgeliefert sind, zu unterstützen. Und über die Details muss man in Zukunft genau reden und aufpassen. Und wir haben es auch verknüpft mit einer Reihe von Maßnahmen, die im Vorfeld wirken, nicht erst, wenn eine Rettung schon benötigt wird, sondern wenn auch im Vorfeld bestimmte Maßnahmen notwendig werden, muss man sie auch setzen. Das ist unsere Politik in dieser Frage. Den Fiskalpakt lehnen wir ab. Es gibt auf europäischer Ebene durch den Stabilitätspakt, durch die neuen Regelungen, Sixpack etc. sehr viele Vorgaben, die Spahn ohnehin schon sehr strikt festgelegt haben. Der Fiskalpakt ist eine reine Einbildung von der Kanzlerin Merkel. Den braucht man nicht und der ist im Übrigen auch wirtschaftspolitisch schädlich. So, Klartext. Applaus